Товарищи офицеры, мичманы, Genossen Offiziere, Offiziersanwärter, Matrosen und Veteranen. Ich beglückwünsche euch zum Tag der Marine. Ich beglückwünsche jeden, der unsere Meeresgrenzen verteidigt, auf Missionen weit weg von zu Hause, jeden in der Gefechtsausbildung auf den Schiffen und Marinenbasen und die Arbeiter im Schiffbau. Der Marinetag ist einer der beliebtesten Feiertage unseres Landes. Wir haben alle großen Respekt vor unserer Marine, auf die Russland Grund hat, stolz zu sein. Die Marine wurde gegründet von Peter dem Großen und hat Ruhm und Ehre vor allem hier auf der Ostsee gewonnen. Seit damals ist die Marine stärker geworden und ihr Ruhm noch größer. Der Mut der Seeleute, das Talent der Schiffbauer und der herausragende Geist unserer berühmten Pioniere, Entdecker und Seekommandanten schufen Russlands Status als große Seemacht. Wir glauben, dass uns dieser Status große Verantwortung aufgrund unserer Geschichte und unserer Vorfahren überträgt, die Russlands maritimen Ruhm geschaffen haben. Auch aufgrund kommender Generationen, denen wir eine starke und moderne Marine übergeben müssen. Viel ist in den letzten Jahren geschehen. Neue Kampf- und Versorgungsschiffe wurden entwickelt. Neue U-Boote für unsere strategischen Kräfte haben den Dock verlassen und wir modernisieren die Marineflieger, die Küstenwache und die wichtigsten Marinebasen. Unsere Marine garantiert die Verteidigungsbereitschaft unseres Landes und schützt unsere nationalen Interessen. Das schließt die Ostseeflotte ein, die ihre Missionen nicht nur hier in der Ostsee erfüllt, wo sie stationiert ist, sondern unsere Flagge auch mit Stolz in die anderen Teile der Weltmeere trägt. Ich bin sicher, dass jeder, der in der Marine Dienst leistet, dies in grenzenloser Hingabe an die Pflicht und das Vaterland tut. Patriotismus ist ein heiliges Gefühl für Menschen in der Marine. Er wird von einer Generation an die nächste als höchstes Gut übergeben. Starke moralische Grundsätze, die angestammte Kultur der Marine, Disziplin, modernes Wissen und moderne Fähigkeiten helfen beim Dienst auf See. Er geschieht unter schwierigen Umständen mit Ehre, basierend auf den Traditionen der Vorväter und führt zu einer wertschätzenden Durchführung verantwortungsvoller Missionen. Einmal mehr gratuliere ich jedem, der sein Leben der russischen Marine verschrieben hat, und allen Veteranen, jedem, der nun im Hafen oder auf See ist, und allen, die zu Hause auf die Rückkehr warten. Einen fröhlichen Feiertag, Ruhm der russischen Marine!